Jo, ich schlinge, bevor das Video startet, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wichtig und richtig zuhören. Mein neuer Partner ist Rush GG. Erstmal der Name, Digga, den fühle ich schon. Rush GG, den kann man gut aussprechen. Zusammen mit Rush GG werden wir in Zukunft Preisgeld-Community-Turniere stattfinden lassen. Aktuell natürlich eher in Richtung FIFA, weil FIFA ist das neueste Spiel. Aber auch in Zukunft werden andere Turniere kommen um Preisgelder. Mario Kart, Warzone und. Das sind alles Community-Turniere, die ab sofort für euch kostenlos diesen Monat zur Teilnahme sind. Das heißt, einfach auf den Link klicken, dann sieht das Ganze so aus. Hier könnt ihr die Turniere sehen, die aktuell für euch am Start sind. Ich bin sehr gespannt, was wir in Zukunft noch zusammen mit RushGG auf die Beine stellen. Die Turniere mit niedrigem Preisgeld sind für euch kostenfrei. Turniere mit höherem Preisgeld benötigen dann eine Mitgliedschaft bei RushGG. Ihr könnt gerne den Link einmal auschecken. RushGG, mein neuer Partner, Video ab dafür. Ja, wir sind wieder back in der Hood. Und es stehen schwere Entscheidungen bevor. Bleibt Olaf bei dem Platz? Bleibt Olaf nicht bei dem Platz? Fragen über Fragen. Digga, wo geht's denn hier raus, die Kerem, Alter? Hier? Ah, Bruder, verloren. Naja, hier. Fragen über Fragen. Sehr, sehr schwierig. Ja, mal gucken. Ich ruf mal Big Soße an, den Wichser. Verdammt. Bitte. Was geht? Ja, was geht? Nicht viel, und bei dir? Auch nicht viel. Hol mich mal beim Würfelpark ab, Mann. Bisschen unglücklich, glaube ich. Ich habe keine Karre. Ja, ich hol dich sofort ab, Digga. Ja, okay. Easy, bis gleich. Würfelpark. Ich glaube, als gutes Gangmitglied hätte ich wahrscheinlich mich erstmal melden müssen. Bin jetzt in der Stadt, in den Funk rein. Ey, wir können uns, wir drehen uns da im Kreis. Wir drehen uns da im Kreis, Digga. Ich bin wegen Soße, oder unter anderem wegen Soße mit in die Gang gegangen. Ich werde mal nach seiner Meinung nochmal fragen und dann schauen wir mal, Digga. Was ist? Nimm mal den Dödel aus dem Mund, ich versteh dich nicht! Ach nee, Digga! Oh nee, Digga! Was ist los? So, ich hätte dann gerne einmal Ihren Führerschein, bitte, ja? Na komm, Digga. Das ist scheiß Ernst. Na komm. Ah! Was ist los, Marcel? So der Scheiße. Halt die Schnauze, Digga. Was machst du? Spielst du dich jetzt hier auf, nur weil Herr Toast dabei ist, Alter? Woher kennt er dich? Der kennt mich, Digga. Wir sind auf der Hude beide. Ja. Wer ist das denn? Ja, hier Olaf Toast. Olaf Schaf. Ja, wahrscheinlich Olaf Toast. Ja, was ist denn los, Jungs, ey? Ihr seid zu schnell gefahren, gebt ihr euer Bußgeld, dann nehme ich das und dann fahre ich weiter. Nee, so einfach geht das nicht. Ach komm, Marcel, warum spielst du dich denn jetzt auf? Nur weil du da das blaue Ding auf dem Dötz hast, Alter. Das wird hier nichts mit Saki Saki, Digga. Wie, was für Saki Saki? Sehe ich aus wie Yappi oder was? Ja, ein bisschen so, muss ich gestehen. Bruder, ich will Soße abholen aus dem Wölfepark, der wartet auf mich. Jojo, kein Stress, Digga. Du hast keinen Führerschein, oder was? Natürlich habe ich einen Führerschein. Willst du den nochmal sehen, prophylaktisch mäßig, oder was? Ich würde den gerne einmal sehen, Digi. Ja, aber nicht auf das Bildchen einen runterholen, Brudi. Ich habe davon ja einige Geschichten gehört, ne? Auf gar keinen Fall, Digga. Hast du gesehen? Was geht's da zu lachen, der Hund? 95er Baujahr. Ja, bin ja nicht so ein alter Wichser wie du. 1,98, Pascha, ja, Digga. Ja, ja. Das ist die Penisgröße, oder? Okay, Digga. Das bezweifle ich. Soll ich dir noch ein paar Strafen eindrücken raus? Zu schnell fahren und solche Sachen? Ja, komm. Nee, komm, übertreib nicht, Junge. Verpiss dich, du Arschloch. Was soll das, Alter? Ja, wir machen. Nee. Moment. Herr Toast, bitte um Erlaubnis, Herr Heris einen Arschtritt zu geben. Er hat mir auch einen Arschtritt gegeben. Verpiss dich. Berühren und genehmigt. So. Ja. Dankeschön, ich fahr weiter. Also, ja, aber das macht dann noch 100 Euro, wenigstens für meine eigene Tasche, damit sie weiterfahren können. Ja, von mir aus. Das macht dann 100 Zap. Ich meine 100 Euro, Digga. Ja. Ich glaube, Soße hat mich angerollt. Mein Gott, ich sag dir ganz ehrlich, du hast da ganz schön viele graue Haare auf dem Dötz, ey. Ach komm, scheiß auf dich. Haben die Freispiele so schlecht gegeben, oder was? Ich sag dir so, wie es ist, Digga. Auf eine Aktion folgt immer eine Reaktion, Digga, ja? Also halt den Ball flach, Digga. Wie auf eine Aktion folgt immer eine Reaktion? Ja, Digga. Bist du ganz schön frech, du Wichser. Wie ganz schön frech? Ich kann mich noch an die alten Zeiten erinnern, wie du da warst. Und jetzt hast du eine Mütze auf dem Kopf, Digga, und trägst die Nase hoch. Vergiss nicht, woher du kommst. Pass auf, dass ich nicht Gixen rufe, du Wichser, Digga. Der Gixen hat mit deiner Mutter gefickt. Ja, das stimmt. Ey, ich muss jetzt auch mal zum Würfelpark. Big Soße wartet auf mich, wenn das in Ordnung ist. Und was mit meinen 100 Euro? Ja, müsst ihr mir eine Rechnung stellen oder soll ich Ihnen die so geben, Herr Toast? Ja, so 100 Euro, ja.
Was macht er denn da? Herr Scharf, so. Hallo. Oh. Herr Scharf, hören Sie mich. Kennen Sie das Arschloch hier? So, ich fahr weiter. Prost, Herr Gewicht. Ja, einsteigen. Oh, moin. Bist du im Funk? Nee, ich bin gerade erst aufgewacht. Ah, okay. Kommst du mit? Wir fahren bei den Hustlern vorbei. Jetzt sofort, oder was? Ich würde sagen, so in 10 Minuten. Ja, okay. Ich hole nur kurz einmal Big Soße vom Würfelpark ab. Hatte hier noch schon eine nervige Kontrolle gerade. Ja, der kann auch mitkommen. Ja, okay. Alles klar. Ich hole ihn jetzt beim Würfelpark ab. Ja, alles easy. Ja, Mann. Was geht was, wie viel Geld bezockt hat der? Digga, er hat mir 100.000 gegeben im Casino. Ich hab alles gekriegt. Du scheiß Wichser, Mann, wo bleibt mein Geld? Ich geb's dir gleich wieder. Ich gebe dir die 100 Freunde 100.000. Ey, Jungs, was geht ab? Moin, wer bist du denn? Ich bin Tom. Tom. Tom McIntosh. Wo ist Jerry? Jerry, in seiner Hose. Wer ist Jerry? Tom und Jerry, du Idiot, Mann. Jerry, der Kleine, Alter. Hast du es nicht verstanden? Nein, kennst du nicht Tom und Jerry oder was? Ey, ich hab dich so hochgenommen letztes Mal. Ihr habt mich gesucht mit Helikopter. Was? Hab nichts gesagt. Ey, in 10 Minuten wollen wir zu Dings. Will ich jetzt hier nicht sagen. Soße darf aber mit. Was mit mir? Ich will auch mit. Ja, nee, das geht nicht. Ich hab die beiden so sehr vermisst. Soße darf mit? Ja, hat mir Dings gerade gesagt. Glaub, Micha war das. Soße, du kannst mit. Was soll ich denn machen, mein Bester? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Zu irgendeiner anderen Gang wollen wir. Was wollt ihr überfallen? Da will ich nicht mit. Ich will nur Sachen hochnehmen. Ja, komm, steig ich ein, Jungs. Ich hab's wichtig zu vergessen. Okay, ja, hau rein, Tom, ja? Hau rein, Jungs. Hau rein. Alles klar, Jungs. Ja, bei dir? Bei mir ist alles gut, Digga. Soweit, so gut. Gibt's was Neues? Nicht vieles, Mann. Hier passiert. Wir waren heute im Knast. Knast wart, ja? Waren wir im Knast? Ja, wir waren doch heute im Knast, Soße. Ach ja, stimmt. Wieso wart ihr im Knast? Ich weiß gar nicht mehr. Weil wir ins PD eingebrochen sind. PD seid ihr eingebrochen? Genau. Was habt ihr denn da gemacht, Digga? Fallschirm und dann waren wir oben. Ach, ihr habt also wieder ein bisschen Action gemacht, ein bisschen beleidigt, oder was? Ja, wieder beleidigt. Aber diesmal sind die richtig drauf eingegangen, die haben uns zurückbeleidigt. Aber wie lange habt ihr bekommen? Gar nichts. Ich hab gesagt, ich muss in Not landen. Und danach hab ich mich, die haben halt Big Saucer gehört und dann, als er gekommen ist, hab ich gesagt, yo, Monsieur, mein Name ist Monsieur de Bade, ich hab nichts zu tun damit, ich habe hier geschlafen. Und dann haben sie mich gehen lassen. Ich weiß nicht, was genau für eine Action ist. Gerade, wir müssen mal gucken. Wow, wow, wow. Boah, hier ist ja, Bruder, wo soll ich denn hier parken, Alter? Ist die Kerim. So. Ich guck mal, jetzt mal eine schutzsichere Weste, Digga. Ah, ich hab eine für dich, da, guck mal. Hey, Rick, was geht, Bruder? Ich muss mir kurz eine Schussweste holen. Ey, Jungs, ich muss gleich Fleischtaschen kaufen gehen. Will jemand mit? Ne, ich bin voll, Bruder. Noch einmal Fleischtaschen, sagst du, Alter. Ja, oder halt. Der Typ sagt Döner, Fleischtasche, der Wichser. Ist ja widerwärtig. Olaf, es heißt doch Pommdöner, oder? Dönerbox. Kebab-Eimer! Sag das doch einmal, Alter. Döner heißt das, Digga. Pommbox, wo kommt ihr alle her, ey? Also, ganz kurz, was ist denn für dich ein Pommdöner, Digga? Nur für mein Verständnis. Pommdöner ist in so einer Schale drin, da ist Pommes und Döner drin. Schale? In der Box? Oh mein Gott. Ja, in einer Box drin. Das nennt man dann Pommdöner. Nein, Bruder. Nein. Wie nennst du es? Dönerteller. Oder eine Dönerbox. Ja, Dönerbox. Dönerbox, ja, Dönerbox, ja. Ja, Dönerteller nennt man auch, aber Pommdöner ist. Ich hab das noch nie gehört. Hört, Digga, sag ich dir so, ich bin auch... Ja, du wohnst auch hier nicht in Dings, NRW, weißt du? Ja, klar. In NRW sagt man Pommdöner. Ja, ich muss morgen früh aufstehen, Alter, kannst du mir Nachhilfe geben? Wieso musst du morgen früh aufstehen? Ich mach so eine Gangster-Ausbildung, weißt du? Ja, eine Pimmellutscher-Ausbildung. Jawohl, Alter, das war Karma, Junge. Gar nichts, Digga. Ey, Rick, Olaf, pack mal einen Schafter aus für uns. Soße, kommst du mit, oder was? Verdammt, was? Kommst du mit, oder was? Ja, ich darf mit. Verdammte Scheiße, steig ein lieber. Ja. Rick, ich sitze hier. Okay, ich nehme Anton mit. Ja, wie findest du mein neues Oberteil? Dreh's doch, du Scheißwichser, Mann. Zieh dich. Warum darfst du jetzt mit? Keine Ahnung, weil die anscheinend, weiß ich nicht. Ich hab gesagt, ich darf mit. Ich weiß gar nicht, auf was für eine Mission wir sind, Digga. Weißt du das? Ich auch nicht. Guck mal, frag mal, was wir machen. Ganz kurz nur, ich bin ja gerade erst aufgewacht. Worum geht's denn? Was machen wir jetzt? Okay, perfekt. Ich krieg keine Antwort. Ah, ich bin auch im falschen Funk drin. Perfekt, super. Ey, kannst du kein Auto fahren? Lass mich. Jeder kennt sich an sein scheiß Auto. Perfekt, Bro. Danke, dass du richtig reingeraten hast. Schnauze, Mann. Deswegen sagst du, du bist ein Loser. Du sagst Promdöner, Mann. Du darfst gar nicht reden, du Wichser. Achso, wir sollen... Ey. So, ihr kleinen Wichser. Oh, was hast du ein Zigarre dran? Ja, Zigarello. Oh, die ballert, oder? Ja, Zigarello. Ja, die bringt meinen Anus immer übelst zum Sprudeln. Ey, Bruder, man versteht gar nicht, was die da bequatschen, Alter. Ja, ich versteh's auch nicht. Warte mal, ich hab eine kleine Idee. Na, ich wäre ja nicht Saucer, wenn ich alles hier normal machen würde. Warte kurz. Wir sagen einfach, 5 Fraktionen auf den Routen sind mindestens 3 zu viel. Ich hab denen meinen Arsch gezeigt, Mann. Ja, ich verstehe gar nichts, Digga. Ich auch nicht. Yo, könnt ihr mal lauter reden, damit jeder was versteht, Mann? Ja, meinte schon. Schreibt mal kurz. Ja. Und alles hören. So, jetzt hört ihr mich auch lauter. Ja,
Ja, Mann. Vielleicht nur die ganz hinten dann nicht, aber auf jeden Fall, es gab schon eine Zeit, wo auch extra Waffen weggenommen worden sind, damit sowas nicht passiert. Und als Zivilist auf der Straße. Richtig. Und daher haben wir Platz gesagt, wir haben keinen Bock mehr drauf. Wenn nur jeder 10 Waffen, 10 Langwaffen hat, wir wissen selber, die haben alle viel mehr, dann sind das über 1000 Waffen, die alleine nur vom Durchschnitt mit 10 gerechnet sind. Das heißt, ich schätze, dass im Umlauf über 2000 Waffen sind. Das sind viermal so viele Waffen, wie es Einwohner gibt. Das macht keinen Sinn. Wir Platz haben keine Lust mehr drauf. Das reicht. Und wir gehen zu jedem friedlich und sagen hier, wir wollen euch nicht auf der Route mehr haben. Wir erklären die Gründe, wir kommen nicht und machen Ärger. Siehst du ja, wir reden hier wie Männer. Und wir wollen euch einfach klar machen, wir werden auch noch zu den weiteren fahren, aber ihr seid jetzt erstmal hier als erstes. Wir wollen Kontrolle machen. Genau. Aktuell herrscht da keine Kontrolle, sondern nur Überflutung. Cousin. Jede Fraktion darf bei uns Waffen kaufen und somit... Ja. Genau. Ja, dann ist das geklärt, Jungs. Ihr wisst Bescheid, ich weiß Bescheid, meine Jungs wissen Bescheid. So, als Zebras haben ab heute nichts mehr auf der Waffenroute zu suchen. Digga, die reden und reden und man versteht sie nicht, obwohl man schon zweimal gesagt hat, wir sollen laut reden. Haut rein, Mann! Ey, yo, was ich noch erzählen wollte. Ja. Herr Ort hat mir gesagt, er will einen Typen überfallen, der 400 Millionen schwer ist. Und er hat gesagt, ich soll ein paar Leute zusammentrommeln. Wer ist denn das? Oder hat er keine Information gegeben? Keine Information? Naja, ich habe gesagt, ja, ich könnte gucken. Olaf wäre dabei. Vielleicht ein Marcel Heeres ist ein guter Schütze. Weißt du? Wer hat mich eben kontrolliert, der Wichser mit Herrn Toast zusammen? Wer? Ja, Marcel. Marcel Heeres? Ja, ich habe ihm gesagt, er soll sich nicht so aufspielen. Ist wieder bei der Bundeswehr? Ja. Er hat wieder ganz tief im Mund gehabt. Er hat nach dem Führerschein gefragt, ich habe mich umgedreht und ihn angetwirkt. Er hat selber keinen Führerschein, wusstest du das? Hat er keinen Führerschein, der kleine Hund? Nein, nein, er ist bei der Bundeswehr und hat keinen Führerschein. Lol. Letztens wurden wir von der Bundeswehr selber angehalten und er war bei der Bundeswehr und ich musste meinen Führerschein zeigen. Ja, er war auf jeden Fall übermotiviert, aber war lustig. Also war eine lustige Situation, Digga. Klappern wir jetzt jede Gang ab, oder was? Ja, Digga. Ja, hast du nochmal für dich nachgedacht, wie du verbleiben willst? Willst du zurück zu dem Platz? Willst du nicht zurück zu dem Platz? Lieber nicht, Mann. Wenn ich mir das schon wieder hier angucke, dass man hier jede Gang abklappern muss, Alter. Und überleg dir, Digga, gestern waren wir bei den Lost, Digga, weil Sibi da an die Scheibe, an die Wand rangesprüht hat. Und jetzt klappern wir alle ab. Ich glaube, Sepp ist auch nicht mehr bei dem Platz. Männer, macht euch gefasst, sie können direkt schießen, deswegen... Ist Sibi nicht mehr bei dem Platz? Ich glaube schon. Warum? Ja, so, ich weiß nicht, Frank und so haben gesagt, er hat sein Blood-Out bekommen. Sein Blood-Out bekommen? Oder die haben das genauso wie bei mir gemacht, kein Blood-Out, aber er ist nicht mehr bei dem Platz. Also haben die mir heute gesagt, Mojo und Frank. Das macht ja gar keinen Sinn, Digga. Das Einzige, was ich hier noch machen will, ist erstmal meinen Bruder rüberholen. Aber gefällt dir das in der anderen Stadt besser? Also, Bruder, da sind diese Du musst überlegen, da sind dreimal so viele Leute und zehmal so wenig Kopfschmerzen. Jungs, aber ist wichtig, dass wir gleich auch jeder sehr viele Paparazzi, sehr, sehr viele. Und das ist der Nachteil. Und auch nicht so viel Action und langweilig, oder? Da ist viel, viel mehr Action. Aber du musst überlegen, da gibt es Leute, die Sachen sagen, die respektieren halt einfach keine GoPro. Und weißt du, dann sagen die irgendwelche Sachen und dann kriegst du Schwierigkeiten mit der GoPro. Weißt du, wie ich meine? Hatte ich auch schon, Mann. Ich will nicht mehr. Was hast du? Warum muss Werti gesagt, dass dass du die Maske zusammen hochlaufen aussehen sollst? Mich? Wie ab, Digga. Hey, Jesusa, Mann. Was? Ja, ich hab gesehen. Frage, hast du irgendwas von Papier? Ich sag dir so, wie es ist, die scheißen sich ein, Digga. Ey, Jungs, holt mal euren Baseballschläger raus. Hat die deinen? Ich glaube nicht jeder deinen. Ein Golfschläger, Mann. Oder was auch immer ihr habt als Handwaffe. Was geht? Ja, Zeros da. Kann er vielleicht ein bisschen lauter reden? Was geht, Mann? Guck mal, ich wollte dir eins mitteilen. Jungs, hört ihr die? Nein. Ich hab so ein bisschen schreien jetzt. Schreit mal alle. Also, ich hab so ein bisschen nachgedacht gestern auf meinem Sofa, Mann. Mir ist aufgefallen, dass hier in der Stadt eins schief läuft und das ist das Waffengeschäft. Okay. Achso, genau. Alles klar, Jungs. Gestellt werden. JP, wir sind gerade so, okay. Geht so. Alles klar, Jungs. Okay, gut. Kommt, Jungs. In die Autos. Einfach nur ein okay, gut. So. Einmal hinten rauf, damit alle nach vorne kommen. Nee, lieber nicht, Digga. Nicht, dass wir gleich schieben müssen. Drück auf die Hupe, Micha. Unser Auto ist kaputt. Wir warten, der Priester, wir warten hier vorne. Guck mal, deren Auto raucht schon. Jetzt, guck mal. Die sind jetzt so genervt, guck jetzt. Ah, ihr kleinen Wichser, wer zieht das? Ja, gut, dann alle in die Hose. Jetzt, wir sollen alle in die Hut, es ist Sonnenwende gleich. Warte, halt mal an. Halt mal an kurz, ich will sagen noch was fragen. Warte. Ich halt genau vor ihm, Mann. Ja. Ey, yo, Seine Karre fährt nicht mehr. Ja! Ja, seine Karre. Unsere qualmt aber auch, Digga. Der ja, schießt auf uns. Wichser, Mann. Ey, okay, dann lass mich aussteigen. Ich mach auch Platten bei denen. Ey, benutzt euch ab! Ihr scheiß Wichser, Mann. Jetzt ist mir zu zweit, aber ich hab mich eingeholt. Ey, Serg, siehst du da die Rückbank? Alle Sonnenwende wieder da? Sag jetzt bitte nicht, dass du meine Mama durch. Nein, auf keinen. Aber siehst du die Rückbank? Ja. Wir alle noch der Sonnenwende wieder da. Ja, okay. Was willst du sagen? Ja, gar nichts. Warte mal. Ey, bleib mal hier! Ja, bleib halt an! Ey! Nimm uns mal bitte Mann, mit. Nimm uns bitte mit, Mann. Jungs, gleich das Sonnenwende. Lass uns doch hinsetzen, Weil wir müssen uns hinsetzen, Junge! Du Birne!
klappt, glaube ich nicht. Glaubt ihr, es passt so? Nein, mach nicht so. Fahr langsam, Junge. Ich will nicht rausfliegen. Zieh durch, Mann. Zieh durch. Zieh Verpiss durch, dich, Junge. Nein, auf keinen Fall. Verpiss dich, Digga. Schön langsam. Ah. 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 Du Vollidiot. So. Ich weiß schon, was ihr meint, Chat. Es ist natürlich etwas träger jetzt geworden, ja. Ich würde es nicht als langweilig bezeichnen. Ich würde es als etwas zähflüssig betiteln. Als etwas zähflüssig. Da bin ich ganz bei euch. Okay, jetzt ist Sonnenwende, Chat. Mach dir Luft, Harrys. Harrys, mach dir Luft. Bitte Ey, wer ist der bessere Runner? Du oder ich, links Olaf? Keine Ahnung, Digga. Ist hier kein Wettkampf. Hä? Ach so. Wer ist denn da? Hä? Wer redet gerade? Hey, ich. Was gibt's, Rick? Hast du gerade geredet? Ja. Yo, Frank, meinst du, wir können mal kurz reden? Ah, klar, komm. Jungs, alle die im Hof sind, nee, darf ich auch? Wieso schon mal wissen sollen? Okay, dann lass kurz hoch. Yo. Komm, setz dich nämlich. Oh, Bruder, da bin ich aber wieder komplett, Moment. Ja, so ist es. So, ja, ist auch okay. So sollte passen. Ich habe jetzt ein paar Tage hier, bin jetzt ein paar Tage bei dem Platz und an für sich, Digga, die Jungs sind alle korrekt und es macht auch Spaß, auf Action zu sein. Aber vielleicht kannst du es verstehen, vielleicht auch nicht. Bei mir ruft der Freigeist irgendwie wieder. Ich habe dir am Anfang gesagt, ja. Wie Sosa, so weißt du. Ja, es sind in den letzten Tagen so viele Sachen passiert, Digga. So viel, was auch nicht vorhersehbar war. Viele Leute sind gegangen. Und das ist auch gleich der entscheidende Punkt, aber dieses Freigeist-Ding ist schon... Ist wichtig. Ja, und ich bin halt einfach am überlegen, was die beste Option wäre. Deswegen war ich dir, ich sag dir ehrlich, deswegen habe ich dich am Anfang auch gefragt, ob du dir da sicher bist, dem Platz beizutreten, weißt du? Weil da ändert sich viel. Ja, auf jeden. Ich wusste halt nicht, und das ist vielleicht auch ein bisschen naiv von mir gewesen, ich wusste nicht, wie viel. Weißt du? Also ich sag dir ehrlich, die beste Option ist, wenn du da glücklich bist, ja, ich meine, klar, wir sind immer noch Freunde, aber wir können dich wie Sosa ehrenamtlich entlassen, weil ich meine, du bist jetzt ein Runner bei uns, aber ich werde dir kein Bloodout geben, weil sonst verlierst du alle deine Freunde bei dem Platz. Wollen wir nicht. Aber wenn du der Meinung bist, dass das Gangleben für dich nichts ist, dann kannst du immer zu mir kommen, dann sage ich, kein Problem, Bro, dann machen wir das eben so, dann wird's wieder Olaf der Zivilist. Ja, ich mag euch alle und ich würde auch gerne immer noch freundschaftlich vorbeikommen, lachen, Scheiße machen. Es hat sich viel verändert und ich will jetzt auch nicht in eure Gang-Angelegenheiten reinreden, aber zum Beispiel, du warst ja auch dabei, die Situation letztens mit dem Lost MC, die sind mir scheißegal, Digga. Weißt du, ich bin bei euch jetzt gerade und mir ist egal, was mit dem Lost MC ist, ob die erfolgreich sind oder nicht, aber Bruder, wir sind hier eine Bruderschaft und ich habe das nicht nachvollziehen können, warum ich mir wegen dieser Aktion eventuell von irgendeinem Lost MC eine Kugel fangen soll oder meinen Arsch riskieren soll, obwohl wir mit denen schon, auch wenn ich erst seit kurzem dabei bin, seit Jahren seid ihr mit denen cool. Ich hab das nicht genau verstanden. Daran, die Jungs hatten so ein bisschen Langeweile und die gegangenen Jungs, die haben das dann so ein bisschen reinprovoziert, weil die da so immer die Nummer 1 sind. Ich habe gesagt, ja Jungs, wenn ihr wisst, was ihr da macht, dann macht das. Und da ist halt das daraus entstanden und ich habe da mitgespielt, weißt du, weil ich treu zu meinen Jungs dabei. Ja, natürlich. Ich habe ja auch versucht, die Situation so gut wie möglich zu lösen. So. Bro, lasse. Oder du kannst auch. Achso. Also ob da gerade ein wichtiges Gespräch, dann kann ich auch gehen. Also wenn's... Nee, komm, kann sich dazu setzen eigentlich. Okay, easy. Wollte eigentlich gerade nur eine Frage stellen zugleich, aber das können wir auch gleich machen. Ihr wisst ganz genau, ich würde niemals snitchen oder euch irgendwie Messer reinrammen. Egal, ob ich drauf, doch vertraue ich doch. Egal, ob ich rot anhab oder nicht. Ja, genau. Hundertprozentig. Kein Problem, Mann. Okay, können wir so machen. Alles klar, danke dir, Digga. Ich will nicht, dass du unglücklich bist, weißt du? Nee, das ist sehr korrekt. Bruder, Buch. Ja, jetzt ist Michael ist traurig, Mann. Wir sind alle ein bisschen traurig. Wir werden alle traurig sein, aber ja, wir wollen keinen einsperren, weißt du? Aber ich meine, bei Sepp waren wir auch sehr traurig. Ich bin jetzt Sepp am gleichen Tag hierbei getreten, weißt du das? Ich weiß gar nicht, warum ist denn Sepp raus? Ja, er hat wir sind ja mittlerweile hier, pass auf, als wir die Blatz damals dem Ballatlatz beigetreten sind, ja? Mhm. Da waren wir noch sehr klein, Mann. Da waren wir, die gefickt wurden. Mhm. Und da, wenn wir Scheiße gebaut haben, da wurden wir auch mal mitgenommen. Mhm. Mittlerweile ist es so, also seit 3 Monaten hat mich keiner außer die Blatz angefasst. Die trauen sich nichts, weißt du, was ich meine? Die ziehen zu viel den Schwanz ein und Sepp will halt immer, provoziert ja ein bisschen. Der will auch ein bisschen was, das zurückkommt. Mhm. Ja, aber wenn du rot trickst, kommt nicht zurück. Ja, hat man ja gemerkt bei den Touren, die wir gemacht haben. Genau, die wissen, da kommen dann direkt 25 Mann mit Helikopter und so, weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe, ja. Oh, schön. Sorry.
Jetzt habe ich meine Zigarre unten vergessen. Hat mir wehgetan. Ja, schreit Rick hier rum, Alter. Aber Rick, halt den Jungs musst du es dann selber sagen, ja? Ja, ja, mach ich. Ey, Jungs, sollen wir ihnen die Kleidung anziehen, okay, ey. Machen wir das nicht mehr. Du hast aber trotzdem hier in der Hütte gute Arbeit gegen die Cops geleistet. Da, ja, du, ich weiß, wie die Spielregeln sind. Solltet ihr meine Hilfe brauchen, könnt ihr euch jederzeit bei melden. Ich bin immer offen für Action. Eine ganz faire Frage noch, beziehungsweise ein kleiner Hinweis. Ihr wart immer korrekt zu mir, deswegen will ich jetzt auch keinen 31er machen. Was mit dem Lambo, den ihr mir gegeben habt? Wem soll ich den wieder zurück? Der gehört dir, Mann. Der gehört dir. Das war ein Geschenk von mir und Marcel, den behältst du. Okay, alles klar. Da brauchst du nicht nachfragen, Mann. Das habe ich nicht mal drüber nachgedacht, den behältst du. Oh, Bruder, der ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe gerade auf meinem Ausweis Hartz IV, Digga, das fühlt sich so oldschool an. Alles klar, Mann. Okay, ey, gut, ich sag den Jungs Bescheid. Musst du dann Bescheid geben, ja, Mann, ich sag den Jungs jetzt Bescheid, die da sind und dann werde ich mir mein Outfit wechseln. Alles klar, Olaf. Gut, ey, Kuss. Ja, war doch fair und vernünftig geregelt. Ich habe ja auch darauf angespielt und das hat er auch verstanden. Es geht, ich kann natürlich nicht so reden wie jetzt mit euch, aber es ging auch es geht in erster Linie auch um den Streaming-Content. Das hatte ich damit angedeutet, dass phasenweise es einfach sehr, dass ich dann, wenn ich frei wäre, selber rumfahren könnte und mir die Unterhaltung suchen kann. Ich denke, das ist die beste Lösung. Vielleicht habe ich da auch ein bisschen vorschnell gehandelt, dass ich gesagt habe, okay, ich trete jetzt den Platz bei. In dem Moment hat es sich für mich auch richtig angefühlt, weil halt auch Soße dabei war noch, Digga. Und ihr wisst, ich liebe Soße über alles. Aber am nächsten Tag ist Soße nicht mehr dabei. Für mich, Bruder, ich bin ganz ehrlich zu euch, für mich, wenn ich auf den Server hier gekommen bin und an den Platz gedacht habe, habe ich automatisch an Big Soße gedacht. Für mich, auch wenn Soße nicht ein OG war, für mich war Soße im Grunde das Aushängeschild der Platz. Ein verrückter Motherfucker, Digga. Und wenn der jetzt nicht mehr dabei ist, dann ist es für mich auch nicht mehr das Gefühl wie bei dem, versteht ihr? Oh mein Gott, Digga. Warte, Bruder, hier wird auf uns scharf geschossen. Oh mein Gott, Digga. Bruder. Wo bist du? Digga, ich hab... Bruder, warte mal ganz kurz. Ich bin hier gerade gefickt. Ich hab keine Waffe stecken, gar nichts. Irgendwelche anderen Gangs schießen auf uns, Digga. In der Hut. Ja, Bruder, ich bin... Warte. Lass mich mal kurz. So, hörst du mich noch? Hallo? Ja, du Wichser. Ja, ich hör dich nicht, du Dummer. Was, du hörst mich nicht? Ja, jetzt hör ich dich, Alter. Nimm mal... Wo bist du denn? Ja, ich bin... In der Hut bin ich noch. Ich wurde von zwei... Aliens verprügelt, Mann. Zwei Aliens? Ja, die haben mich verprügelt. Digga, was ist denn bei dir los? Keine Ahnung, Mann. Kann auch sein, dass ich zu viel geraucht habe. Bruder, hier wird... Ja, warte. Hier wird scharf geschossen, Soße, Digga. Ich komm hier nicht weg. Ich hab kein... keine Waffe stecken. Und, Bruder, ich bin gerade freundschaftlich mit dem Platz auseinandergegangen. Ah, okay. Ja, okay, dann weiß ich Bescheid. Ich versuch auch in die Uhr zu kommen. Ja, nee. Wer bist du? Olaf. Geschossen gegen uns. Ja, Bruder, ich hab nichts dabei, keine Waffe, gar nichts. Die haben auf mich geschossen, Digga, die Wichser. Verpiss dich. Ja, Olaf, ich lauf weg. Schuss, weißt du noch? Warte, hab ich noch eine? Nee, hab ich nicht, Bruder. Scheiße. Hey, Olaf, Bruder, küss dein Herz auch. Ich küsse dein Herz auch, Bruder, Kuss. So, jetzt hau ich aber schnell ab, Alter. Ja, Chad, es ist die richtige Entscheidung. Ihr könnt mich gerne dafür kritisieren, dass ich einen Tag beitrete, einen Tag rausgehe. Sagt, ich ändere meine Meinung wie meine Unterwäsche. Von mir aus ist mir scheißegal. Aber am Ende bin ich auf das eingegangen, was mir mein Herz gesagt hat. Und ich bin auf das eingegangen, was auch vom Feedback vom Chat kam. Das muss man auch an der Stelle... Also ich gebe euch jetzt nicht die Schuld. Es waren mehrere Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Und mein erster Riecher war der richtige. Freigeist. Ich mag mein Outfit. Es geht um die Hintenansicht, Digga. Und die Hintenansicht ist geil. Auch wenn es aussieht, als wenn ich eine Windel anhab. Ja. Wo bist du? Ja. Hallo. Ich komme mit dem Dings, Cousin. Ja, was? Wo bist du, Mann? Ich bin mein Wolfe parken mit Cousin. Warte, wir kommen. Was bist du für ein Arschloch, Digga? Was kann ich dafür? Ich musste Marcel Ehre... Ja! Ich musste Marcel Ehre seine Freundin abholen. Aha, soll ich zum Würfelpark kommen? Ja, warte, wir holen dich jetzt ab, ich und Cousin. Nein, ich kann zum Würfelpark kommen, ich hole mein Auto und dann komme ich zum Würfelpark. Nein, wir haben ein Flugzeug, warte. Ja, ich bin... Wir kommen jetzt. Ich bin bei Dings, beim Autohaus in der Alten Hut. Oha, Taxi-Service. Ja, ich hab deine Bitch abgeholt, Mann. Wow. Ja, er sagt doch noch, hast du die Alte abgeholt, was ein Typ. Hey, Cousin. Ja, Cousin. Komm mit. Ich bin gerade bei euch in... Ja. Steig auf. Wir haben was zu tun, Cousin. Ist mir egal, steig auf. Oha. Cousin ist gefickt. Warum? Der Idiot steigt auch noch auf, warte mal. Ja, weil er jedes Mal in der Hut landet mit seinem scheiß Helikopter. Wo willst du denn jetzt hin? Vielleicht Cousin seinen Arsch retten? Ja, aber wo willst du jetzt landen? Nicht, dass wir auch gleich hinten rauf müssen, Digga. Aber Digga, flieg vernünftig, Alter. Ah, sehr gut. Ich kann fliegen, du Wichser. Hey, warum beleidigst du denn gleich, Digga? Hey, Rick. Ich geh raus, Mann. Ich geh hier raus, Alter. Wo ist Cousin? Er ist an der Garage. Ah, okay. Rick. Hey, Rick, Soße, Cousin ist hier. Ach so, hier ist... Ja. Hey, yo, hey,
Entspann dich, Attila. Nein. Was denn los? Toroso? Da waren ein paar Leute, mit denen war unterwegs. Einer, ach gar kein Bock zu erklären, Digga. Wegen seinen Kollegen sind ein paar von uns gestorben. Ja, wegen seinen Kollegen und nicht wegen mir, hä? Wegen deinen Kollegen, mit denen du unterwegs warst. Ich wurde angeschossen. Du kennst alle die Namen. Nein, kenn ich nicht. Rick, komm mal her, bitte. Du bist tot in 5 Sekunden. Sag mal, hast du gepetzt, Rick, oder was? Was hab ich gepetzt? Ja, Digga, woher wissen die das denn jetzt hier mit Cousin, Digga? Der Cousin wurde durchgefunkt, dass er im Heli sitzt. Cousin hat jemanden von dem Platz getasert angeblich. Und der bei dem Platz ist mit dem Heli abgestürzt. Also du hast nichts gesagt? Nee. Ich hab das nur zwischen uns da am Kleidungsgang gesagt. Ah, ja, alles gut. Ich hab gedacht, du hast was gesagt. Nee, die wussten das schon vorher, dass er der Flieger ist. Cousin, was machst du, Alter? Ich hab nichts gemacht, der übertreibt, Cousin. Nein, ich übertreib nicht. Mit dem, wo er unterwegs war, ein Heli von uns war neben dem, der wurde rausgetasert, zwei von uns sind gestorben. Und danach sind zwei Leute, die mit ihm auch unterwegs waren, haben auf uns geschossen. Auf euch, was redest du, hä? Die Frau und dieser andere Typ da haben auf die uns geschossen. Die haben keine Waffen, kontrolliert die Kuh. Die haben vorhin auf uns geschossen. Danach. Wir haben nicht geschossen, wir sind abgehauen, Cousin. Und weil ich mit Tesa auf uns geschossen habe. Olaf ist Zeuge, wir sind danach zu ihm im Laden gegangen, Cousin. Ich meine mit den Leuten, mit denen du unterwegs warst. Ja, war ich ja, Cousin. Digga, ich weiß, dass du dort warst. Jetzt sag mir die Namen. Oh mein Gott, jetzt sind wieder beim Anfang. Ich verstehe es nicht. Hör mir doch einmal zu. Moin. Digga, du kannst nicht fragen. Sag mir die Namen. Ich habe alles gesagt, was ich weiß, Cousin. Boah, Cousin hat wieder Schwierigkeiten, Digga. Ich kann nicht mehr Namen. Ich habe echt alles gesagt, was ich weiß. Wie heißt er mit Vornamen, dieser Mann? Wir haben uns mit Alex angesprochen, Cousin. Das hat er mir so gesagt, dass wir das machen sollen, Cousin. Alles fit oder was? Aber ich glaube, ich weiß, was. Alles gut, entspann dich einfach. Ich habe auch nicht seine Nummer. Warte, vielleicht doch. Ich kann nicht. Jo, schau mal, Olaf, mein Alter, Digga. Was Ding ist? Deine Alte? Ihr habt auf uns. Ihr habt auf mich. Bei mir im Bett, die hab ich flach gelegt. Ja, weil ihr auf uns ausgetasert habt. Ihr habt oder was? Ihr habt getasert, aber wir haben nicht auf uns geschossen. Nein, ihr habt auf uns getasert. Nachdem ich dann die Session im Helikopter mit dir hatte, ist die Schule tiefen gegangen zum Büffel. Ja, ich hab deine Schwester gefickt, du Wichser. Was ist hier los? Verpiss dich, Junge. Sie war echt gut, Mann. Seit du die blaue Mütze hast, bist du ein Hund geworden, Digga. Ja, scheiße. Abgehoben bist du. Ja, deine Alte war ziemlich gut, Mann! Das ist doch in die Ecke. Wie heißt der denn nicht damit? Cousin war mit denen unterwegs. Hast du da gerade gegen meine Karre getreten? Oh, jetzt gibt's Ärger! Seine Karre? Gar nichts gibt's. Nur weil du eine blaue Mütze aufhast, Digga. Du bist nichts Besseres. Du kommst auch von der Straße, Digga. Ich komm von der Straße, richtig, Digga. Ja, aber das ist mein Auto. Mein Auto kann dafür nichts, wenn er euch beleidigt. Dann müsst ihr ihm meinen. Dann hau lieber ihm mal die Schnauze wie mein Auto. Hey, du Wichser! Wichser, Digga. Nein, das ist genug jetzt. Mein Gott, bist du ohne Mütze hässlich, Junge. Genau wie du Wichser, Digga. Scheiße, bist du hässlich, Junge. Oh, nee. Olaf, eine Frage, Digga. Ja. Wie wärst du, wenn du für einen Zehner mal meinen Rasen wehst, Digga? Wie bitte? Wie wärst du, wenn du für einen Zehner mal meinen Rasen wehst, Digga? Wie wärst, wenn du für einen Zehner mal Japi ins Arschloch fickst? Hey! Hey! Was hat der für eine Glatze, Digga? Verpiss dich! Du Wichser! Ey, super, schau mal seine Glatze an, Digga! Ja! Guck dich an, du Arschloch! Komm her hier! Ihn bringst du auch wieder an! Alpizin, du Wichser! Endlich hast du deine Glatze? Was für Glatze? Regeln, Cousin? Ich wusste es, dass das passieren wird. Nein, ich hab mir nur die Haare glatt rasiert, weil deine Mama dann besser krauen kann. Warte, darf ich mal kurz sehen? Ja. Ach so. Oha! Digga, ist ja unangenehm, Alter. Wo kommt die Glatze jetzt her, Bruder? Verpiss dich, Cousin, Digga. So, ja, wollen wir jetzt noch ein bisschen Action machen, oder was? Hä? Hast du eine Süße gefunden, oder was? Was Bruder, ich sag dir ehrlich, voll viele haben die Platz jetzt verlassen, ne? 5-6 Leute seit gestern, mindestens. Ja. Willst du hier eine eigene Gang machen? Ich weiß nicht. Wenn ich den Gang aufmache, dann ohne Verpflichtungen für alle, weißt du? Einfach nur so chillen und Spaß haben, Scheiße machen. So eine, keine, die auf Geld aus ist, sondern einfach nur Spaß haben. Keine, die auf Macht auch ist, weißt du? Ja, verstehe. Ja, fühle ich, Digga. Ich will nicht der Größte sein. Wenn du da Pläne hast, sag mir Bescheid. Was hast du denn jetzt vor, Bruder? Oh, yo. Digga, was war das denn, Junge? Bruder, jetzt kommen wir hier nicht raus. Wir kommen nicht mehr raus. Oder warte, ich hab eine Idee. Warte. Halt dich fest, ja? Ja. Ah! So doof, oder was? Ja, bitte funktionier, Mann. Au! Achtung. Fuck. Psst. Ist der doof? Warte, ich hab eine Idee. Oh mein Gott, ich hab's nicht gesehen. Was? Ist so doof, Digga. Ey, komm hier hoch. Bruder. Den Spot kennen die doch schon. Yo, du Kopf mit deiner blauen Mütze, du siehst aus wie Scheiße, Mann. Ja, ganz genau, der Kopf vom Gebüsch da. Du siehst aus wie Scheiße. Wie richtig große Scheiße, Mann. Ey, du Arschloch. Alter, psch, psch, psch.
Jo, du kommst mit deinen weißen Haaren auf der Treppe. Jo, deine Haare sehen so auf, als hätte jemand raufgewichst. Was ist das denn für eine Veranstaltung? Habt ihr euch gegenseitig allein runtergeholt da oder was? Ey, ihr Idioten! Wer ist denn der Grauhaar da? Mein Gott, seid ihr dämlich, ey. Sucht uns doch hier oben, Mann. Jo, du Polizist, du Scheißpraktikant mit deinen weißen, angewichsten Haaren, Mann. Ja. Oh, Bruder, pass auf. Nee, zu wenig Liebe. Oh, er hat uns nicht gesehen. Er sieht uns. Ich werde euch finden, egal wo ihr seid, ihr Wichser. Ach, kehr du da auf, guck mal, auf, Balkon sind die. Er hat deinen Kopf gesehen, Digga. Du Idiot. Hier auf dem Balkon, Digga. Ja, hier auf dem Balkon. Ey, lass abhauen. Nach hinten. Marcel macht gerade Action. Komm, lass abhauen. Okay, komm, lass nach hinten runter. Hier. Was wollen die sonst da oben machen? Oh, ah, ja, da sind die! Da sind die Wichser! Fuck! Nein! Ich komm nicht raus! Nein! Verdammte Scheiße! Ja, wie kommt man hier runter? Ich weiß. Was ist denn hier los? So, Herr. Pfui Deivel, Alter, wie sieht sie denn aus? So, was machen sie denn hier? Gar nichts! Oha, was ist denn hier los, ey? Achtung! Verpiss dich, du Hurensohn, Digga! Ja! Herr Officer, Sie kriegen schon mit, dass neben Ihnen gerade beleidigt wird, ne? Ich mach kurz die Tür auf. Herr, was ist denn mit dem, Mama? Herr Toast, was ist denn hier los? Olaf. Ja, wir werden hier einfach Handschellen angelegt, ey. Ja, aber was habt ihr denn gemacht? Gar nichts, sehen Sie mal, hier hinter mir. Ja, auf dem Balkon. Ja, sehen Sie doch das Motorrad hinter mir. Ich wurde entführt. Wir sind hier. Sie wurden entführt? Ja, hier, ich bin mit dem Motorrad entführt und bin auf der Terrasse aufgewacht. Jetzt werden mir hier einfach Handschellen angelegt. Wo ist das andere Arschloch, Digga? Woher soll ich das denn wissen? Ja, dann kommen Sie mal. Öffentlich uriniert, der Herr. Was ist denn? Ach, was für öffentlich uriniert? Leute, entspannt. Komm her! Die sind hier jetzt gerade eben hier auf dem Balkon gewesen. War das Ihr Entführer? Wo bist du, Wichser? Ja. Das war Ihr Entführer? Das war, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hab nichts gesehen. Ach so. Und Sie wurden entführt? Ja, ich glaube schon, ja. Ich bin da oben aufgewacht. Der war gerade noch okay, da oben. Okay. Oh, wer ist denn das da vorne, Maschallah? Ah! Ey, das ist hier was ist denn hier los, ey? So ein unfähiger Haufen. Oh, komm mal her, Mäuschen. Der kriegt jetzt. Komm mal hierher! Oi! Lass ihn mal los. Ja! So, hab doch gar nichts gemacht! Dann kommen Sie mal mit. Ja. Hallo? So, und jetzt nochmal, jetzt hol ich mal eben meinen Block raus. Oh. Moment, die Dame möchte kurz was sagen, Olaf. Welcher Olaf? Ich möchte nichts von Pfandflaschensammlern. Vielleicht? Ja! Aber ich möchte dir nur ganz kurz eine Sache sagen. Ich hab vielleicht Pfandflaschen gesammelt, aber dein Freund hat sich von einer Transe einblasen lassen und hat die Transe sogar in den Arsch gebumst. Also, was, wirklich? Ja, wirklich. Oh, nee. Hallo, und sag mir das nicht. Und den hast du im Mund gehabt. Nee, Baby, das stimmt nicht. Das war nicht so. Jeder weiß das. Nee. So, Herr Toast, wie viele Hafteinheiten kriegt er denn? 200 oder 300? Darf ich jetzt erstmal hier. Was für Hafteinheiten? Achso, der wurde entführt. Oh, ja. Er hat mir gerade mitgegeben. Deswegen nehm ich das jetzt einmal hier kurz zu Protokoll. So, nochmal, Sie wurden entführt. Wissen Sie irgendwie in irgendeiner Form, wie der Herr aussah? Nein, war das der Herr, der jetzt gerade da im Auto? Der hatte eine Maske auf, ich kann nichts sagen. Wurden Sie mit Schusswaffen bedroht? Nee. Der Olaf ist gerade mit Stichwaffen? Nee, mit gar keinen Waffen. Ich habe einfach nur, man hat mir gesagt, setz dich hin raus, sonst bist du tot. Wer das war. Herr Toast, Sie wissen doch, wie das ist. Ja, natürlich. Mann, ey, das ist aber auch ein Gerät. Was habt ihr hier schon wieder gemacht? Ja, ich weiß auch nicht. Soße wollte mit dem Moped aufs Dach, dann haben wir uns aufs Maul gelegt, dann sagt er auf einmal auf die Terrasse, dann haben wir ein bisschen die Schweine beleidigt. Der Klassiker, Herr Toast. Nichts Böses, keine Sachbeschädigung. Ja, ich glaub euch. Sie können mich gerne durchsuchen. Ich habe ja nicht mal eine Schusswaffe dabei, außer meinen Schwanz. Ja. Ich muss dir noch was sagen. Ich würde dich auch gern küssen. Ja, hör jetzt zu. Also. Oh ja, zeig mal deine Achsel, mach den Arm hoch, komm. Oh ja. Oh. Oh Mann. Hallo, Marcel hat einen großen, das wollte ich dir noch sagen. Wichtig und richtig. Also aus verlässlichen Quellen kann ich dir sagen, dass der Junge ist jetzt 33, seine Blütenzeiten, dass er groß war, sind schon hinter ihm. Er hat mir mal im Vertrauen gesagt, das kann ich jetzt hier sagen, unter acht Augen, dass er das Gefühl hat, je älter er wird, desto kleiner wird er. Also richtig schrumpelig, meinst du? Sei doch ganz ehrlich, du hast schon deutlich größere gesehen. Kann gut sein, ja. Oha, Marcel, Digga. Nein, natürlich nicht. Ach, Leute.
Oha. Was soll das denn? Wie ist denn überhaupt dein Name? Marcel, du hast den Grüßen, okay? Ja, besser ist es, Baby. Mella. Mella, Mella Adams. Ui. Also ganz, ganz kurz, könnten mir mal die Kabelbinder abgelegt werden? Ich wollte mal kurz mein Fernglas rausholen. Ja, warte, bitte mach das mal bitte. Warte, ich stelle mich weiter hin. Oh, nee. Oder oh, sehr Kabelbinder. Ja, ich habe Kabelbinder dran. Olaf, guck genau hin, ja? Ja, Moment, ich mach auch mal eben was. Hallo, Herr Toos, kannst du mal aus dem Bild gehen? Oh, ja, Herr Toos, ich habe keinen Bock auf eine Pimmelparty, Junge. Scheiße, Digga. Ja, Moment, verpiss dich. Ich wollte auch gucken. Oh. Olaf, der ist für dich, der richtig gute Stickenfinger. Ja? Den kannst du mir in meinen Anus stecken, ja. Ja, ja, bitte. Ja, darauf stehe ich, ja. Ja. Oh. Hä? Wo ist sie hin? Ich sehe nichts mehr. Ich bin da. Ja, hier. Maschallah. Voll Deibe, bist du hässlich. Ja, scheiß auf den Digga. Wenn ich da jetzt mich mal dann hier verabschieden könnte. Herr Toast! Aha, rühren Sie sich, Kamerad. Dankeschön. So, beiseite jetzt mit hier. Ey, was verpiss dich, Digga. Halt die Schnauze, Digga. So. Wo ist deine blaue Mütze, Schlumpfine? Olaf. Ja. Du musst Toast mal jo, richtig mal den ordentlich Olaf ab, in den Arsch treten. Die, Digga. Warum? Hat er sich verdient. Soll ich ihm mal in den Arsch treten? Ja, das war doch bestimmt seine Idee. Herr Toast, Sie wissen, ich kann weder was bejahen noch verneinen. Okay, da habe ich recht, alles klar. Aber wollen wir es mal so sagen, in den meisten Fällen, Sie sind schon lange hier, wissen Sie, wie das Pferd galoppiert? Natürlich, natürlich. Hm, gut, alles klar. Ey! Olaf! Ja? Das PD wird gestimmt von den Crips, ich soll denen helfen. Sollen nun alle Crips töten. Oha, hast du Waffe stecken oder was? Ja, ich habe eine Pistole stecken, aber das Ding ist, ich habe Bitcoin gesagt, der kommt auch jetzt mit seiner Einheit. Also es wird bei unten beim PD wird's gleich scheppern. Wo bist du denn jetzt? Ich bin beim Krankenhaus. Soll ich dich beim Krankenhaus abholen? Ja, wenn du schnell kannst, warte, hier ist auch einer. Ja, ich hol dich jetzt ab. Ich leg auf. Hier ist er. Bist du's? Ja. Okay, der geht nicht ran, hat der Pech gehabt. Okay, wir müssen Marcel Eres anrufen. Ich sag ihnen, wir sind da. Ich hab keine Waffe, Digga. Ich kann sowieso nichts machen. Du hast keine Waffe. Nein. Ich weiß nicht, ob er dir eine geben. Yo, ich und Olaf. Und Olaf hat keine Waffe. Haupteingang. Oder nicht Hintereingang, ist besser. Ja, okay. Ja, aber klär das, dass wir nicht tot. Klär, dass wir nicht tot sind. Ja, wir kommen jetzt dahin. Wir sind direkt hier. Warte, noch nicht reinfahren. Ja, da sind Sniper auf dem Dach, Digga. Da sind Sniper auf dem Dach, Bruder. Ja, deswegen, er muss das abklären. Ja, wir wollen. Klär das. Ja, ey, wir können jetzt kommen. Okay, Hintereingang, oder was? Ah, Haupteingang reinfahren. Ja, ja. Digga, das geht nach hinten los, das sag ich dir jetzt schon. Hier links. Ja, ja. Da, wir sind da. Okay. Okay, Digga, auf, warte. Absteigen. Ja, der schießt. Digga, ich kann nicht. Nicht schießen. Nicht schießen. Herrn Olaf und Herrn Sosa? Ja. Okay, gut. Herrn Heeres erwartet Sie. Ja. Herrn Heeres, die beiden Herrschaften sind hier vorne. Wo ist er? Vor dem Peak, wo sind Sie? Kommt rein. Okay, da bist du. Rein, Digga. Gib Olaf eine Waffe! Kommt mal mit! Schnell! Rennen! Ja, lass uns offen bleiben, die können das schon hinkriegen. Die gehört zu uns, ja. Okay. Ihr müsstet mir einen Gefallen machen, geht mal ganz kurz in den Nebenraum, ich brauche nämlich neue Schutzwesten. Jo, alles ist egal. Einfach gerade, ich komme gleich dazu. Ey, gib mir eine Waffe! Jo. Komm her, Olaf. Jo! Ich hab keine Schutzweste, hast du eine stecken? Ich geb dir eine. Ja, steck mir die einfach zu. So, Schutzweste. Pistole. Ja. Wo ist... Ja, Digga, besser als nichts, Alter. Roll nicht rum. Damit habe ich zwei Leute gerade. Ich hab keine mehr, Mann. Gib du ihnen eine. Was denn? Was will er? Eine Schutzweste. Den musst du von dem Polizisten da holen, der da gerade drin war. Der kann welche holen. Okay. Die haben Toast getötet, die Wichser, aber deswegen habe ich euch gerufen. Toast? Ja, der liegt dort, Digga. Schmutz. Aber wer ist denn das? Boah, ich bin so sauer, Digga. Die Crips schießen unten. Die haben sich verbarrikadiert. Wo? Unten bei euch drinne? Unten, ja, in der Garage, Digga. Da, der. Oh. Sosa und Olaf helfen uns dabei, ja? Die helfen uns dabei. Komm, Herr Toast! Herr Toast, wie geht's Ihnen? Warte. Was ist da los? Man machen ja 69 oder was? Ja, ich glaube auch. Bitte? Herr Toast war bewusstlos. Ey, yo. Punkt sie um. So, ey, gibt's anscheinend keine guten Schützen. Ich muss die. Werden sich alle töten, Digga. Check. Jo. Sollen wir jetzt runter? Moment. Ah ja, okay. Noch eine Minute, Jungs, Mann. Wir haben noch eine Minute Zeit, Mann. So, reißt euch zusammen. Hört mir zu, Jungs. Sobald wir jetzt da runtergehen, seht ihr das? Wenn wir da runtergehen, seid ihr innerhalb von einer Millisekunde tot, Digga. Ich glaube, mit den Pistolen könnt ihr auch nicht viel anfangen. Junge, nee. Ey, könnt ihr Olaf noch eine gescheite Waffe geben, Digga? Warte, ich habe eine Idee. Also, ich kann meine Waffe nicht abgeben. Olaf, komm mit, Digga. Herr Toast, geben Sie Ihre Waffe dem Olaf. Sie können eh nicht mehr zu benutzen. Ihre Waffe dem Olaf geben. Olaf, geh rein. Olaf, komm mit. Nehmen wir auch eine bessere als eine Pistole? Jungs, am besten eine Shotgun. Wir müssen
müssen uns beeilen, ich hab nur noch eine Minute. Dankeschön. Oha, oha, oha. Krieg ich auch eine, Mann? Ich hab nur noch ein MG. Mit der Waffe, gell? Das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, dass sie sowas jemals in der Hand haben. Jo, lass da rein! Jo, entspannt. Nur an euch, ne? Das, ihr müsst aufpassen, wenn ihr da runtergeht, ne? Die, so, ihr Crips, Mann, hört mal ein bisschen zu! Kommt mal her, Alter! So, Jungs, ich geh da jetzt runter. Nein, 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 geh nicht dumm runter, nein! Stopp! Lass die Waffe tauschen, Digga! Nimm du die Pump, Digga! Gib mir die! Warum? Gib mir die, Digga! An euch, ne? Voll einstellen gerade. Nein, ich will mit der, Mann! Hey, Soße, guck mal von hier, guck mal von hier. Digga, das ist alles tot, Digga. Ja, ich weiß, Digga. Was brauche ich? Ey, ich würde sagen, Soße, du gehst vor, Digga. Digga, das ist glatter Selbstmord, da runter zu gehen, Digga. Ja, das ist echt Selbstmord, Digga, da gebe ich dir mal Zeit. Ist das nicht von der anderen Seite klüger? Am besten sollten sie erstmal unten gar nicht reingehen, die Frau. Wo ist denn Soße jetzt hin? Der ist da hinten nach unten gegangen. Oh, nee, der wird zum Sterben. Wenn sie wollen, sie können auch Heli fliegen, ich kann ihnen einen besorgen. Was ist passiert? Soße ist tot, Digga. Der wurde so abgeknallt, Digga. Ah, doch nicht. Der lebt doch. Sag ihm was. Enjoyen Sie diese Zeit mit dieser Waffe. Soße, ich geb dir Rückendeckung. Komm hoch. Geh mal weg. Komm hoch wieder. Ey, die schießt auf meine Füße, Olaf, die schießt auf meine Füße, du Wichser. Alles gut? Soße, hörst du mich noch? Ich glaube, Soße ist tot jetzt. Ey, Soße ist tot, Digga. Nein. Das gute MG, Digga. Doch, und haben wir irgendwelche Scharfschützen oder ähnliches? Ey, entweder wir stimmen da jetzt, oder? Nein, das ist glatter Selbstmord, Digga. Wenn du da reingehst, du bist sofort tot. Die haben Peak auf die Türen, Digga. Das ist wie letztens bei den... Ich hätte eine Idee, aber ich weiß nicht, ob mir das ihnen so gefällt. Erzähl. Haben wir keinen Granatwerfer oder sowas, Digga. Nein, sowas haben wir bis jetzt nur beschlagen. Also schade, Digga. Wir hatten mal BZ-Gas, das wurde aber leider vor ungefähr 8 Monaten abgesetzt, weil das nur... Könnt ihr nicht unten in die Garage reinfahren? Wenn sie ein gepanzertes Auto haben? Jo, Mahmoud, hör mir jetzt genau zu, Digga. Du packst dir deine Sniper und draußen vorm PP. Nein, warte, Herr Harris. Eliminier den, Digga, ja? Herr Harris, machen sie es lieber nicht, weil wenn ich da jetzt gleich rausgehe und ich den Typen erschieße... Das ist okay, ein Problem. Dann gebe ich Ihnen 5 Minuten, ja? Machen Sie das. Ansonsten lassen Sie meinen Scharfschuss anstellen. Ey, könnte man nicht mit einem gepanzerten Fahrzeug da reinfahren und alle über den Haufen fahren? Nee, Digga. Nee? Das hält das Panzerding nicht aus, Digga. Also es ist glatter Selbstmord, da reinzugehen, Digga. Ja, Herr Toast! Ich gebe Ihnen erstmal meine Schusswaffe, Herr Toast. Ich bitte Dankeschön. Sie um Genehmigung für Panzer! Nein, abgelehnt. Keine Kriegswaffen. Herr Toast braucht jetzt auch seine Waffen wieder, ne? Ich bin gleich wieder einsatzbereit. Ja, Olaf, alles wegen dir, Digga. Herr Toast, wenn ich mir die Bemerkung mehr erlauben kann, ohne Panzer haben Sie keine Chance. Doch, die Blatt kommen jetzt noch. Ja, aber unten reinzugehen ist glatter Selbstmord, egal ob von vorne oder von hinten. Na, Herr Toast, auch nicht mehr der mit der Mann. Ja, ich weiß, ihr kennt die Lage nicht. Haben die sich da unten in der Garage verschanzt oder wie? Ich muss jetzt in den Kampf ziehen. Passen Sie auf sich auf. Warte, wir ziehen jetzt weiter, Jungs. Oh, das wird jetzt so ein Spaß, Digga. Ja. Wieso, was meinst du? Ich werde die jetzt so ficken, Digga. Okay, gehen Sie raus. Jo. Gehen Sie raus. Somit einmal bitte vorne, genau aussteigen. Wo ist Olaf? Ja, ich komm nicht rein. Jetzt bin ich da. Komm rein, Digga. Steig ein, Digga. Irgendwo ist hier noch ein Scharfschütze auf den Dächern. Ja, das Ding ist gepanzert. Hier drin passiert uns nichts. Und wo wollen wir jetzt hin? Wir holen jetzt ein Dingo. Oh ja, Dingo, Digga. Also, wenn ich nach dieser... Oh ja, ja. Ja. Geil, Digga. Jetzt fix sie. Wer schießt das MG oben, Herr Toast? Sie oder Marcel? Ich. Toast. Auf die Seite, Digga! Big Bang, ihr Wichser! Ja, rein da, Digga! Rein, Junge! Los, rein. Ja, auf, du Scheißding! So, ihr kleinen Fotzen, Digga, wo seid ihr? Ja, ja! Oh ja, verblödet, Digga! Knallt die Wichser alle ab, Digga! Ja. Hier in der Ecke noch! Ihr scheiß Schlümpfe! Bing Bong! Was denn? Was denn für ein Ding, Marcel? Was hast du da denn ausgepackt? Ihr liegt am Boden, Pussy Boys! Das ging doch viel Achtung, zu schnell! Achtung, wir haben einen Verlust einzustecken, Frau Dörrs, Frau Lörrs. Alle liegen unten. Brauchen medizinische Unterstützung, vielleicht. Ey, Jungs, was geht? Geht! Ja, Jungs, dann Jungs, hattet ihr ein Problem. Verdammte Scheiße, Olaf! Wie ist das, Digga? Wichtig, das Bingo ist ein bisschen zu stark, Bro. Okay. Das hat einmal ganz kurz Bing Bong gemacht, oder? Ey, Mujo, mach mal ganz kurz. Mujo. Also ich dachte, es geht jetzt länger. Somit, Junge, Olaf, was ist mit dir passiert?
Gar nichts, Digga. Ich wurde um Hilfe gebeten und war dabei. Nein, ich meine, du kriegst keinen Root mehr. Ja, ich bin doch raus, Bruder. Hatte ich vorhin verkündet schon. Ja, gut, Digga. Hab ich doch gar nicht mitbekommen. Ach so, ja, ich bin raus. Oh, Mann, du. Wie schön wäre, wenn man die Jungs hier durchsuchen dürfte, ne? Ja. Ey, wer schießt denn da? Soße! Soße! Guck mal, mit was wir gekommen sind, Digga. Nein. Ey, da schießt doch welche. Ey, hat jemand was zu essen? Wer schießt doch, Digga? Ja, zu essen, Moment. Boah, ich geb ich glaube, in den Zellen ist noch jemand. Ich geb in den Zellen? Oh, da werden noch geschossen. Habt ihr was? Boah, ich hab so noch Kopfschmerzen gerade. Nein, das sind welche von uns. Ich hab den fast abgeknallt. Also ich hab hier nur Bing Bong gehört die ganze Zeit. Der Eiermann ist da. Hans, Alter, du sahst orange aus, Alter. Tut mir leid. Du sahst orange aus in den Backen. Junge, du hast mich fast gefickt, Mann. Komm, mir das, geht's gut? Geht's dir gut? Ja, du hast mich nicht getroffen. Ey, Sniper, Olaf, beweg dich der! Let's go. Jetzt werdet ihr gefickt! Komm. Ja! Renn, los, Big Bong! Oh, steigen Sie ein! Alle rein! Big Bong, ihr Wichser! Wo seid ihr? Oben auf dem Dach! Da! Rechts! Auf dem rechten Gebäude! Wo, Digga? Hier links jetzt, verlinks, warte. Verlinks? Links, ja. Jetzt verlinks. Und hier auf diesem linken da Gebäude. Da oben sind zwei, drei drauf. Ja, okay, genau. Okay. Also es waren auf jeden Fall welche. Vielleicht kannst du die von der Brücke sehen, wenn du auf die Brücke fährst, weißt du, bist du erhöht hier rechts, schau mal. Ja, hier fahr auf die Brücke. Auf die Autobahn. Ich markier dir. Rechts. Digga, das Ding ist so mächtig, Harry, holy shit. Bist du noch da? Ja, das Ding ist echt nice, Mann. Ey, rechts ist Scheibe kaputt bei mir, fuck. Ja, nicht auf uns schießen, ne, wir sind in diesem gepanzerten Bundeswehrauto. Meine Scheibe, bei mir ist Luft, Mann. Wo sind die kleinen Wichser? Ja, da waren zwei Stück, ein, zwei Leute ja, waren da. Ja, ich hab auch gerade einen gesehen, wo ich rausgeschaut habe aus PD. Ey, wir stürmen. Linke Seite war einer, ich hab da gerade Bewegung gesehen. Hört mir zu, da ist doch einer. Hört mir zu, kann man da hochgehen? Ja, ne? Ja, dann okay, ihr hört mir zu, Digga. Wir parken jetzt unten und wir stürmen die alle hoch, ja? Wir gehen hoch und stürmen alle. Okay. Ja, aber der hat ja einen super Peak auf uns. Der kann uns ja alle einfach abknallen, wenn wir da hochlaufen. Nee, wenn wir das mal zu 8 reinrennen, Digga. Das haben wir letztes Mal auch bei dem Bauhaus gemacht. Kann man da aufs Dach gehen, ohne Leiter zu benutzen, oder was? Ja. Kann man? Ich glaube, man kann nur mit Dingen, oder? Ist das nicht ein Parkhaus? Ah, hier. Stopp, Bro. Hier raus, unten. Wo raus, Digga? Hier ist auch ein Leiter. Hier sind die doch gar nicht, ist doch gar nicht das Gebäude. Nein, das ist das nicht, Digga. Hallo. Eins weiter. Nein, Mann, mich. Das ist das Gebäude. Hier auf dem Gebäude sind die. Ja, hier sind die. Wie kommt man da hoch, Digga? Hier links. Ah, die Leiter! Da ist eine Treppe. Komm, ja, okay. Wir gehen Treppen. Aussteigen, okay, alle aussteigen. Olaf kassiert gleich so ein Headshot, Digga. Olaf, bleib zurück, Digga. Dach ist clean, aber die sind abgehauen. Vielleicht andere Seite. Schüsse? Ich glaube, das ist auf der anderen Seite. Auf dem PD sind welche drauf, aber ich glaube, das sind welche von euch, oder? Auf dem Dach sind welche drauf, sind wir aber von Cops. Ich glaube, das sind Cops auf dem PD. Das ist PD. Aber nicht, dass die denken, dass wir jetzt die Bösen sind, Digga. Nee, ich glaube, die sehen die Bundeswehr sieht sich ja gegenseitig auf dem GPS. Ach so. Da unten sind noch dicke Schüsse. Wo? Ja, weiß nicht, unten sind laufen Platz rum. Ja, Platz, Digga. Oh! Wir brauchen das Fahrzeug. Wir werden angegriffen. Kannst du hier aufmachen? Das wir müssen uns kurz leihen. Ich kann euch das nicht ausleihen, Digga. Dann fahren uns mal damit in die unsere Hut. Wo ist Toast, Digga? Ohne wir haben euch gefahren. Ey, wer schießt? Ja, du hast Toast überfahren, Mann. Oh, sorry, Digga. Ey, fahr uns in die Hut. Wer schießt denn damit? Ey, wir checken erstmal ab, wo die überall sind. Okay. Ja, fahr mal im Kreis. Ich will nur sehen, fahr mal. Außer die schießen auf uns. Dann müssen wir natürlich reagieren. Wer war das? Das ist Rick. Was sind zwei Zivilisten? Die Zivilisten müssen hier weg. Verpiss dich! Ah, ist das Sepp! An der Garage, hier rechts. Schau mal hinter uns, Marcel. Jungs, was macht denn ihr hier? Was geht, Mann? Ich will auch mal durch. Platz verläuft, du Fotze! Chill. Was ist damit zu tun, Mann? Ey, was geht denn hier ab? Wir wollen nur hier drin, servus. Wir werden auch angegriffen, Einstein, Pol und Platz. Ach, der ist der Toast auch hier, oder was? Ja. Herr Toast, ich nutze mal die Gelegenheit, ich hab eine Frage, ich bin immer bei dem Platz. Und ich vielleicht mal so 3 Tage Praktikum machen bei der Bundeswehr? Ja, natürlich können sie das. Der Rick Sanchez wollte es auch gerne machen, wir zusammen machen. Digga, Rick, komm da nicht rein. Ich würde da gerne ein bisschen mit dem Herrn Eris oder mit dem Herrn Sentenza ein bisschen durch die Häuser ziehen. Ich glaube, der Herr Sentenza freut sich, wenn wir uns jetzt ein kleines Praktikum machen. Ich muss hier aussteigen, ich mach ab jetzt mit dem Ja, ihr müsst jetzt alle hier raus, wir müssen wieder zurück mit dem Ding. Alle raus hier. Ja, bitte, kein Blatt, ich fahr mal mit, ha? Ja, ich bleib auch sitzen. Nee, auch. Achso, okay, ja, dann ab zur Dienststelle mit dem Ding jetzt. Ich sehe ein bisschen anders aus, Marcel. Ich bin jetzt wieder der ganz normale Sepp Meier, wie er lebt und lebt. Soll ich das Ding einparken? Ja, ne? Ja. Meine Waffen wieder zurück, bitte.
Oh, jetzt kommt der unangenehme Teil, Digga. Ja, ja, besser ist. Ja, natürlich. Kann mir die auch selber nehmen, kein Problem. Oh, mir geht's gerade nicht so gut. Ach, Olaf. Ach, mir geht's gerade nicht so gut. Was ist denn mit dir los, Alter? Komm, ich helfe dir auf, Olaf. Komm hoch. Olaf. Ja. Ey, ich bin jetzt hier. Lass mich noch einmal ganz kurz was machen, bitte. Einmal noch kurz was machen. Einmal ganz kurz. Ich bin jetzt wieder komplett alt. Ich hab das versucht. Ey, verpiss dich, Digga. Wollt mal klar, das ist gut, ich hab's hier. So, du Wichser. So, du Wichser. So, du Wichser. Endlich bin ich auch mal in der Situation. Jetzt sag was Liebes. Du hast ein bisschen Bart. Ey, Bruder, wie geht das hier? Das würde ich mir nicht gefallen lassen. Klemmt hier. Herr Toast. Der Tänzer, wo hast du das? Wie viel ist mein Anteil? Könnte ich und Olaf teilen, natürlich. Nee, Herr Toast. Herr Toast, wie viel haben Sie ihm denn jetzt gegeben? Damit eine Million. Jungs, ich hab da noch so einen Arzttermin. Nee. Was ist hier los? Wer ist jetzt? Ja, ich muss hier los, mein Auto. Wir haben den Leuten. Du Wichser, war doch aber heute viel als Freigeist viel entspannter, oder? Ist immer so, ja. Aber Bruder, ich sag dir ehrlich, ich hätte das so gefühlt, hättest du das MG behalten können, Digga. Ich schwöre. Bruder. Ich hab schon richtig gehofft, ich war auch schon im Überlegen, schlafen zu gehen. Ich hab ein bisschen Hoffnung gehabt, auch wenn ich ihm das natürlich nicht schlafen. Dass er einen Headshot bekommt, Digga, und alles vergisst. Ja, ich schwöre, ich sag auch ein bisschen, ich hab auch ein bisschen, als mich der Medic hochgeholt hat, ich hab mich unter Preppe versteckt, hab kleine Dual gemacht, dass er stirbt. Aber Dings, eine Sache haben sie vergessen, Digga, habe ich auch nichts gesagt. Den Revolver haben sie vergessen. Den hat mir irgendjemand gegeben. Ja, den hat mir irgendjemand gegeben, Digga. Ich gehe kurz im Kopf pissen und trinke holen. In dem Sinne, wieder schon reingehauen, bis morgen. Lasst euch gut gehen, danke für die ganze Liebe, bleibt gesund und wir sehen uns ja morgen in alter Frische schon wieder zusammen in RP, Digga.